Hallo Martin, wie geht's dir? Willkommen beim Espresso con Paolo. Hi, Paolo, grüß dich. Ja, danke für die Einladung. Bin gerne gefolgt. Sehr gerne, sehr gerne. Du, sag mal, wir haben uns kennengelernt über ein Webinar. Da weiß ich jetzt schon ein bisschen mehr als die, die uns heute zuschauen, was du tust und wer du bist. Aber stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Genau, gerne. Mein Name ist Martin Jäger, komme aus dem beschaulichen Renningen bei Stuttgart-Sindelfingen. Bei uns ist das Headquarter Forschung und Entwicklung von Bosch in greifbarer Nähe. Bin Familienvater von einer Tochter, die diesen Monat 2 wird, also noch ganz viel zu erleben in ihrem Leben. Und bin Vertriebstrainer, habe mich allerdings mit der Miriam erst vor 2 Monaten selbstständig gemacht, komme aus 21 Jahren Berufspraxis. Wir hatten es ja gestern schon so ein bisschen, ne? Man merkt, wie alt man wird. Die ein oder anderen grauen Vertriebshaare wachsen ja schon. Genau, und stehe ganz simpel für den Ansatz, den Leuten wieder das beizubringen, was den Vertrieb so klassisch ausmacht, nämlich Spaß am Kunden, den Kunden zuzuhören, die Kunden wieder zu begeistern, aber auch so ein bisschen die Vertriebler wieder positiv zu challengen, den Führungskräften so ein bisschen dieses KPI-Schwert aus der Hand zu nehmen und eben auch so ein bisschen den Ansatz, red mit deinen Leuten, ne? Mach vielleicht selber mal eine Akquise, dann weißt du, wie schwierig das ist. Ne? Supporte deine Leute ein bisschen. Also, so blöd wie es klingt, für mich oder für dich wahrscheinlich auch alles keine Rocket Science, aber leider Gottes wird das benötigt, was ich mir so auf die Fahne geschrieben habe, dass wir den Leuten versuchen, diesen Vertriebsjob wieder angenehm zu machen. Ne? Also nicht, ich verkaufe jemandem was oder ich schwätze jemandem was ans Ohr. Sondern ja, dein Produkt hat im Normalfall Mehrwerte, deine Firma ist irgendwie cool, die Mitarbeiter sind cool, dein Chef ist lässig, ihr macht einen coolen Job, ne? Und dann muss es halt verkauft werden, ne? Gibt halt den Spruch, das schönste Produkt, führt in die Insolvenz, wenn es nichts verkauft wird. Und so ist es halt. Ja, wobei ich war letztens beim Volker im Gespräch und habe da tatsächlich einen rausgelassen für den Vertrieb und für die Vertriebler und für die, die kaufen, indem ich gesagt habe, wenn dir was verkauft wurde, hast du Pech gehabt. Wenn du etwas gekauft hast, hast du Glück gehabt. Es spielt so ein bisschen in die Richtung dessen, was wir mit Social Selling betreiben, dass wir einfach den Menschen draußen uns selbst als Person und dann unsere Fähigkeiten zeigen und die dann in irgendeiner Form auf uns zukommen, sagen, ich habe das Gefühl, du kannst mir weiterhelfen. Also sie kaufen etwas. Aber du hast mir vorhin schon so ein paar Sachen hingeworfen, da muss ich natürlich jetzt drauf eingehen, damit du das ein bisschen vielleicht nochmal in den Kontext nehmen kannst. Zum einen würde mich natürlich interessieren, Hunter Coach. Warum Hunter Coach? Das ist eigentlich eine Spielwiese. Also natürlich, mein Name ist Martin Jäger, Okay. also Englisch der Hunter, und ich coache halt Menschen. Der Hunter Coach, also es gibt ja auch dieses Hunting-Farming-Prinzip, oder in Ja. Amerika bist du halt ein guter Vertriebler, wenn du ein Hunter, ne? Also einfach ich sag mal, ne, da ist es natürlich so ein bisschen higher and fire, ein bisschen aggressiver, ne? Da haben die auch solche Namen. Aber es ist einfach ein schönes Wortspiel. Und ganz ehrlich, Schön. das, was du Ja. sagst, ist natürlich richtig. Also Menschen, die kaufen, sind besser als Menschen, die etwas verkauft bekommen. Aber wir müssen wieder dahin, dass du natürlich gerne dieser Hunter bist, dass du diesen Erfolg suchst. Ne? Es gibt ja eigentlich nur zwei Arten von Typen. Der Jürgen Klopp hat das zumindest mal gesagt. Das fand ich ganz cool. Ich bin Achtung. jetzt kein großer Fußballfan oder Borussia Dortmund, keine Angst. Aber Ich der auch hat nicht. gesagt, es gibt Misserfolgsvermeider und Gewinnsucher. Und das passt eigentlich. Und es gibt viele, viele Vertriebler, die so diese, ah, wenn ich das jetzt mache, könnte das und das schief gehen. Oder wenn ich jetzt in LinkedIn was poste und dann ist es komisch, dann denkt irgendjemand, ich bin ein Freak Dann oder ein schreibt, dann Idiot. antwortet jemand was. Da weiß ich Ja, gar nicht, oder was ich jemand sagen soll. kommentiert was und das Ja. gefällt mir nicht. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, da brauchen wir so ein bisschen mehr Fehlermentalität. So mach doch mal Sachen. Und wenn was schief Ja. geht, also ich sage auch den Leuten auf LinkedIn, gibt es oben diese drei Punkte, da kannst du draufklicken, kannst auf Löschen gehen. Also das ist also ist halt So blöd, dass schnell du geht jetzt einen das. Content geschrieben hast, der nicht ankommt, aber dann löscht du es halt. Also weißt du, wir müssen hin, wieder diesen Erfolg zu suchen, die Leute zu begeistern. Wir müssen auch wieder lernen, Fehler machen zu dürfen. Ne? Wie viele Vertriebsleiter oder Vertriebsleute gibt es, die sagen, ja, aber bitte nicht eine Reklamation oder so. Ne? Also wenn wir nur versuchen, Fehler zu vermeiden, werden wir halt nicht erfolgreich.
Ja gut, aber es ist ja nicht nur im Vertrieb so, sondern in vielen anderen Lebenslagen so. Natürlich. Das ist eine Mindset-Geschichte. Ja. Halb Glas, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich weiß, bei Trapattoni waren die Flaschen leer, aber mein Gott, so ist Ja. das halt. Aber mich würde nochmal interessieren beim Hunter-Coach, ich bin nämlich tatsächlich aufs Glatteis. Dadurch, dass die Miriam ja auch, sagen wir mal, das Outreach zu Kandidaten, also dass man sozusagen auch Active Sourcing betreiben kann, Kandidatin findet, hatte Ja. ich das Hunter tatsächlich mit Headhunter. Ja. Und Ja. dass ihr eben auch Personalberater und Headhunter coacht, Kandidaten zu finden. Aber jetzt habe ich mich ja bewusst dafür Also, entschieden, dich zum Espresso einzuladen, um das ja. zu klären und mit dir zu gehen. Aber mich würde mal interessieren, von der Zielgruppe her, seid ihr, du hast vorhin ja halt die Vertriebler selbst angesprochen, aber auch deren Führungskräfte. Arbeitest du mit beiden? Wahrscheinlich ja, aber am besten kommt die Antwort von dir, ja. Also für uns fängt Vertrieb im Recruiting an. Wir sagen, Recruiting gehört für uns zum Vertrieb und nicht zu HR, weil HR verwaltet ja im Normalfall einen Personalstamm und Recruiting versucht noch nicht Mitarbeiter an Bord zu ziehen. Also die müssen Vertrieb für diese Firma machen, halt auf dieser Kandidatenseite. Ja. Dann nehmen wir natürlich den gesamten Vertrieb, also ich sag mal vom Junior-Einarbeitung bis zum Senior, wo wir eben noch ein bisschen Sinne schärfen, ne, Reklamationsmanagement, Vertragsverhandlungen, Key-Account-Management und dann eben auch bis zur Führungskraft, wobei wir eben sagen, wir sind keine Unternehmensberatung, also wir können jetzt nicht, oder wir wollen niemanden rausrechnen, was kannst du in deinem Fuhrpark sparen, dafür gibt es andere Experten, sondern wir wollen halt wirklich im Vertrieb bleiben. Und eine unserer Kernkompetenzen, das liegt einfach an unseren CVs, ist natürlich die Personalberatung. Also die Miri hat erfolgreich in der Personalberatung 5 Jahre, ich sag mal dieses, ich glaube, die nannten das Nordbayern, also so dieses Fränkische bis Regensburg, diese Ecke aufgebaut. Und ich war ja 5 Jahre in Hamburg in der Personalberatung oder für Hamburg, nicht in Hamburg. Und da haben wir natürlich eine extrem hohe Wissensdichte und können da eben auch den Personalberatungen viel mitgeben in Richtung Recruiting, 360-Grad-Ansatz, wie baue ich einen Key-Account auf, wie baue ich so eine Region vielleicht auch auf, die noch gar nicht besetzt ist. Und Personalberatung ist da halt schon so ein Sonderthema, sage ich mal. Also es Ja. ist irgendwie ist das ja kein Produktvertrieb und ja, ist aber auch kein Thema mit Personaldienstleistung, was ja aber ein ähnlicher Ansatz ist. Und da haben wir natürlich einen guten Anteil unserer Kunden kommen tatsächlich aus der Personalberatung, für die wir einfach interessant sind, weil wir natürlich, also wir schreiben uns so schön auf die Fahne, lernen von Millionen Bookern. Also wir haben halt tatsächlich fast jedes Jahr unsere Millionen heimgebracht und in der Personalberatung ist das ja durchaus was wert. Und da hatten wir halt, weiß ich nicht, also wir hatten eine Ratio, ich glaube von im Durchschnitt 4 bis 5 haben wir uns mal rausgerechnet Ja. in der Festanstellung. Und das ist dann schon eine Zahl. Das ist cool. Du kennst das oder du hast das vielleicht schon mal von mir gehört. Der Espresso ist immer kurz. Ja. LinkedIn gibt es vor 10 Minuten. Deswegen, ja. Du glaubst gar nicht, wie schnell das vorbei ist. Ich könnte mit dir natürlich noch stundenlang quatschen. Werden wir wahrscheinlich nochmal nach dem Ende des Espresso con Paolo. Mir Ja. bleibt im Moment mich nur zu bedanken bei dir, dass du heute da warst, dass du dich kurz vorgestellt hast. All diejenigen, die dich nochmal weitersprechen oder nochmal treffen wollen, werden dich definitiv finden. Entweder über die Webseite oder über deine LinkedIn-Seite. Martin, vielen Dank, dass du da warst. Und ich danke auch dem Autohaus Weber, dass ich hier in dem schönen Showroom sitzen darf. Guck mal. Das sieht doch mal cool aus, ja. Audis werden da verkauft, ja? Audis, VWs, aber ich sitze bei Audi, ja. Das ist hier Na, der, cool. der Konfigurator. Noch ein bisschen Na fremde dann. Werbung, sorry. Natürlich, kein Problem. Ciao. Dann bis bald, Martin. Ciao. Ciao.